Aktienmärkte stark, Ölpreis schwach, könnte man meinen. Naja, gut, das kommt immer ein bisschen auf den Zeitrahmen an. Bevor wir mal den Umschlag machen, gucken wir erstmal auf die Aktienindizes. Wir sind bis zu den letzten Hochpunkten hier gekommen beim Dow Jones und ein Klassiker wieder leicht oben drüber. Das ist etwas, was ich ja ganz häufig erzähle. Viele sagen dann, jawohl, er ist da drüber, also können wir einsteigen. Es lohnt sich meistens nicht, auf dem höchsten Punkt einzusteigen. Tut euch das nicht an, sucht euch Zwischenhochs. Zum Beispiel letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen ist etwas, was ich sehr gerne mache. Das ist für mich ein grundsätzlich mal sinnvoller Einstieg, viel besser als auf dem absoluten Hoch. Das wäre jetzt hier und ihr seht genau warum, weil der Kurs dann extrem gerne nach unten geht. Allerdings bin ich gar nicht so bärisch drauf, denn machen wir uns nichts vor. Tatsächlich ist die Bewegung, die wir jetzt hier haben, ja, also diese Aufwärtsbewegung schon sehr deutlich. Wenn das jetzt hier schön wackelig runterkommt, ja, dann bin ich auch gut und gerne gewillt, nochmal davon auszugehen, dass der Kurs noch mehr Bock hat auf noch weiter steigende Kurse. Aber da haben wir dann eine neue Chance und ihr erahnt es, diese Chance würde sich anbieten, eben auch nicht dann über dem letzten Hoch, sondern auch hier wieder über dem Zwischenhoch. Also ihr seht, das Prinzip bleibt hier das gleiche und wenn es mehrmals wackelt, dann habt ihr halt das letzte Zwischenhoch. Also letztes Tief, vorletztes Tief, das Hoch dazwischen für die Abwärtsseite oder letztes Hoch, vorletztes Hoch. Und dann für die entsprechend andere Seite. Ich glaube, ich habe es jetzt falsch rum gesagt, aber ihr kriegt das schon hin. Ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. So, ansonsten, das ist beim S&P grundsätzlich genauso, auch wenn er jetzt im Moment so ein bisschen Schwäche zeigt, aber die sei ihm wohl verdient, denn der Anstieg war ja doch sehr, sehr deutlich hier. Also insofern ist die Aufwärtsseite ganz klar überzeugend. Im Kurzfristigen ist er dann noch nicht ganz so einheitlich, wenn man sich das anguckt. Da ist das im Minutenchart natürlich auch sehr, sehr kurzfristig. Aber gucken kann man das hier natürlich genauso, ob er das macht. Hier ist übrigens etwas, was ich nicht so schick finde. Den Anstieg fand ich super. Allerdings, das Wackeln finde ich hier auch gut, aber es geht ja in die gleiche Richtung. Das ist also immer noch aufwärts wackeln. Das steht häufig für das Ende einer Bewegung. Gebraucht hätte ich es abwärts wackeln, ähnlich wie eine Bullenflagge beispielsweise. So sagen viele, das wäre für mich als Alienwellenfreund sicherlich die schönere oder die bessere Variante dafür. Wir sehen, dass der Nasdaq auf Minutenbasis noch die Abwärtsseite eben hat. Das ist jetzt sehr, sehr kurzfristig übergeordnet, ist er in beide Richtungen eigentlich indifferent. Allerdings eher, das hier ist wohl eher die korrektivere Seite im Vergleich zu diesem hier. Mal gucken, ob der Kurs das hier tatsächlich noch schafft. Na gut, der Nasdaq ist eh ein spezieller Kunde und nachdem jetzt der S&P, sage ich schon, nein, den Treasury Notes weiter auf der Abwärtsseite sind, also die alten Tiefs auch nochmal durchstoßen haben, weiterhin das Prinzip starke Seite nach unten und das noch kein wirkliches Ende eben zeigt, na, solange ist der Druck für die Aktienmärkte halt immer noch da. Bedenkt das bitte unbedingt. Ansonsten, Crude Oil ist etwas, was ich mir angeguckt habe, das haben wir heute im Trade des Tages schon veröffentlicht. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen, unsere Einstiegsmarken, wir veröffentlichen hier im Trade des Tages. Nicht zwangsweise jeden Tag, das kann manchmal ein bisschen langsamer sein, manchmal gibt es ganz, ganz, ganz regelmäßig, je nachdem, wie sauber und schön die Signale sind, wenn immer wir was in einem tollen Markt sehen, Crude Oil ist mit Sicherheit hinreichend berühmt genug, dass man sich den genauer angucken sollte und hier sehen wir, dass wir ein wunderschönes Muster haben, ich will euch aber den Spaß nicht verderben, lest es euch durch, es ist kostenfrei, deswegen, ihr müsst euch nur anmelden, damit wir euch dann entsprechend auch eine E-Mail schicken können, wenn es denn soweit ist, dass ihr auch eine Info habt, sonst hilft das natürlich alles nicht, aber das ist jetzt ein so ein Ansatz, den wir da haben. Und wenn ihr dessen noch nicht überdrüssig seid und sagt, ich hätte noch gerne viel mehr, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne auch für Born for Trading anmelden. Dann kriegt ihr viele, viele mehr Informationen auch nochmal zugeschickt. Hier seht ihr so eine kleine Auswahl von dem, was wir da jetzt beispielsweise besprechen, was wir uns angucken und was wir dann eben entsprechend mit den gegebenen Marken dann auch nochmal ankündigen. So, also in diesem Sinne. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und einen erfolgreichen Resthandelstag. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Bis dann.